Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde The Forest mit Voucher und mit Nameless. Sonntagsrunde, die Woche ist schon wieder vorüber, Leute, soll uns aber im Moment nicht stören. Wir gehen ganz gemütlich hier heute durchs Lager, wie angekündigt war. Wir werden Bonfeuer setzen, wir werden dem Nameless seine Frauen basteln. Und jetzt bin ich am Überlegen, es kann sein, dass wir morgen tatsächlich die Folge über nur eine Generalprobe machen mit unserem Artefaktball, dass wir mal gucken, wie die Basis mehr oder weniger aufgestellt ist. Heute möchte ich die Sachen fertig bauen. Eine Kleinigkeit muss ich auch noch offscreen machen, die ich fürs Lichterfest vorbereiten will, die ich euch dann zeigen möchte. Jetzt schauen wir aber als erstes mal, pass mal auf, geh mal auf das Buschmesser geschwind, mein Freundle. Du brauchst nämlich bestimmt noch jede Menge Sticks für die neue Frau. Oh, guck mal, die braucht so viele Sticks wie der Sohn. Ist also keine überdimensionale Frau. Wo haben wir die hingestellt, Leute? Hier steht sie und wartet auf ihren Einsatz. Ab geht's. Nur mit einem Tuch bekleidet und mit 38 Sticks. Stick me back, dü dü düm düm, stick me back. Wir bauen uns eine Frau, dü düm düm düm, die schlägt uns dann grün und blau. Okay, das war jetzt wieder. Aber ihr seht schon, mein Standard, ein Stick me back aus dem Herzen nach der zweiten Folge, beziehungsweise nach dem zweiten Satz aufgehört. Also Leute, heute ganz gemütliche Baurunde. Ich werde wahrscheinlich auch, falls jetzt hier Mutanten runterkommen, nicht kämpfen, sondern die mit dem Tool dann vertreiben, weil... Wenn wir heute nicht viel aufbauen, dann leuchtet es nicht so schön mit der Lichterfestfolge. Die dann wahrscheinlich am Dienstag sein wird. Denn heute aufbauen, morgen Generalbröble. Und am Dienstag haue ich dann den Recrow-Modus rein. Und, ja, machen wir am Dienstag. Und dann werden wir das alles schön entzünden, bevor es dunkel wird. Und haben unseren Spaß. Und lassen es zuwachsen und lassen es von den Mutanten zerschlagen. Ich bin mal gespannt drauf, wie lange die Basis hebt. Vielleicht machen wir auch nochmal eine kleine Höhlentour. Dass wir nochmal wirklich Zeug einsammeln, dass die ganzen Sachen da sind. Dass das Inventar aus allen Nähten platzt. Dass wir da auch ein bisschen verteidigen können, auf jeden Fall. Ne? Sag mal, sind das Blumen, die man einsammeln kann hier? Nee, ne? Büsche, mein Freund. Jetzt müsste doch eigentlich die Frau fertig sein. Nameless, deine Holde Nummer 1. Yo, lass mal gucken, wie sieht sie denn aus? Hol mal das Feuerzeug raus. Die hat ein schönes Gleitlan, Nameless. Guck mal. Aber kein Gesicht. Oh, ich habe sie so rumgesetzt. Nameless! Nameless! Ja, sehr geehrte Dame, willkommen in meine Wäldchen. Schöne Geschichte, Leute, das Kleid ist super. Du hast eine Stickfrau, Alterle. Siehst du, so weit ist es gekommen. Durch lauter Stick-Me-Bags haben wir jetzt eine Stickfrau. Okay, die sitzt sehr außerhalb. Ich wollte ja einen Wasserfall, ihr habt es ja mitbekommen. Das war ja nicht geplant, dass die so vom Schuss weg ist, ne? Das ist jetzt mehr oder weniger deine Auswärtsfrau, nämlich einfach. Wenn du mal spazieren gehst, kannst du hinten vorbeigehen, Servus sagen. Weiter geht's. Jetzt wird es auch gleich dunkel, aber wir können nicht schlafen. Hoffentlich gehen wir heute gleich in die Höhle, in die Stadt. Jetzt pass auf. Wichtiger als die Höhle ist aber, dass wir Bonfeuer bauen. Und zwar brauchen wir jede Menge. Auch was, wir brauchen ja dann auch Holz ohne Ende, gell? So, pass mal auf, Digga. Hier ist eine Falle. Hier willst du kein Bonfeuer gesetzt haben. Wir können hier eins hinsetzen. So, fangen wir mal an. Da brauchen wir schon mal 5 Stämme. Jawohl, dann leuchtet das hier ziemlich gut aus. Dann würde ich sagen, wir machen uns da hinten noch eins hin. Pass auf die Fallen auf, Digga. Pass auf die Fallen. Du musst aber auch so knapp hier vorbeilaufen, Alter. Hier würde ich eins hinsetzen. Genau, das ist ja prädestiniert, die Stelle hier. Das ist sozusagen eine Bonfeuerstelle, ne? Die war so vom Entwickler gedacht. Weiter geht's. 10 Sticks, also brauchen wir noch 8 Sticks und 5 Bäume. Die holen wir uns natürlich mit Dynamit. So, erstmal Sticks noch. Jawohl. Weil ich wollte ja den Wald hier sowieso noch wegschlagen, habe ich überlegt gehabt, ne? Ja, komm, dann machen wir das. Wir füllen eh nochmal die Taschen, Diggerle. Den haben wir auch nie geschmissen, Leute. Kann ich mit dem nicht auch so einen Baum fällen normalerweise? Der müsste jetzt nochmal explodieren, oder? Nee, ich erinnere mich. Wir hatten mal eine Staffel, Leute. Da habe ich so einen Speer geschmissen und da ist alles explodiert auf den Armsee. Und der hatte die Bäume damals gefällt und ich dachte, der Speer hatte so eine Wucht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn du das hier fallen lässt, lauf in die Richtung, sonst haut es das nämlich in deine Basis rein. Die kommen doch zu uns, oder? Ja, die kommen zu uns. Nicht alle, aber ein paar. So, das sind schon mal die ersten. Nimm ein Volley, nimm ein Volley. Jo, nimm das fast. Fast hat das geschafft. Ein bisschen mehr Athletik könnt ihr vertragen. So, Leute, bauen wir die Bonfeuer noch geschwind aus, bevor es dunkel wird. Und dann schauen wir mal. Wenn wir schlafen können, kann es gut sein, dass wir schlafen. Ansonsten tappen wir vielleicht kurz in die Stadt hoch. Vielleicht kämpfen wir ja doch ein bisschen, wenn niemand kommt.
Die finde ich ja im Leben nicht, wenn es gleich dunkel ist, ne? Hier muss noch eins hindern. Ja, das Lichterfest. Die Vorbereitungen sind im Gange, meine Lieben. An einem heiligen Sonntag wird hier geschuftet. So, mein Freund. Machen wir weiter. Das Bonfeuer ist fertig. Sehr cool. Und das waren genug Bäume, um das zweite noch zu untermauern, nämlich, wenn du nur weißt, wo du das hingesetzt hast. Das war hinterm Stein, glaube ich. Jo, genau hier, mein Freund. Zwei. Zwei von fünf. Ich sehe sie tatsächlich heute mal. Die drei brauchen wir. Komm, roll den mal vor, den hast du sonst aus den Augen. Roll den mal vor, nämlich. Ein bisschen am Rand, dann zieht er sich gerade nochmal. Yeah. Leute, das wird schon richtig cool noch. Ich hoffe, dass es natürlich jetzt nachher mit dem Regrow-Modus uns nichts versaut. So, jetzt einfach nur Kerzen gerade gleich zurücklaufen, Nami. Jo, du hast ihn gefunden. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Wieder zwei Bonfeuer fertig. Okay, lass uns reingehen. Vielleicht können wir die Frau, also zwei Frauen will ich noch, eine sitzende und eine stehende, und zwar entgegen dem Timmy. Das heißt, da wo der Timmy sitzt, soll die Mama stehen. Und da wo die Mama steht, soll der Timmy sitzen. Ihr wisst, was ich meine, andersrum halt, ne? So. Oh, Nebles, hast du Hunger? Ich hab dir doch einen Leguan reingehen. Guck mal, ob der fertig ist. Schalalalali. Wie viele Hasen hatten wir, Leute? Timmy? Keine Hasen? Keine Hasen dazugekommen? Also hier stellen wir irgendwo noch die Mama hin jetzt gleich. Pass mal auf, die zeichnen wir auch gleich an, Leute. Wir können bestimmt nicht pennen, aber essen. Wir haben nämlich zwei Legis gebastelt. Hier. Die sind noch nicht fertig, oder wie? Nebles? Nee, die sind noch nicht fertig. Ich muss sie wieder hinhängen. Schlafen kannst du auch nicht. Also, dann gibt es heute mal wieder einen Riegel. Zwei. Ein paar Beeren dazu. Und nach Möglichkeit einen Schluck aus dem Schildi. Jo. Also, wo hauen wir die Mama hin? Sollen wir mal gucken, ob wir die vielleicht hier oben hin basteln können? Das wäre natürlich auch schön, eine Geschichte. Wir können ja noch eine Tante machen, wenn wir Bock haben. Ja, guck mal. Nee, hier geht's nicht. Doch. Guck mal hier. Ich will die hier hinbauen. So schräg will ich die hier hinhaben. Nameless, guck mal, ob du die erwischst, so schräg. Drück mal E. Jo, geil. 38 Sticks, die bauen wir jetzt fertig, Leute. Haha, cool. Die winkt dann so den Mutanten zu. Weißt du, wie ich meine? So, hau mal die Dinger rein. Ja, eine kleine gemütliche Baurunde zum Ausklang der Woche. Das passt doch. Brauchst nicht mehr reparieren, Diggerle. Die Basis wird wahrscheinlich am Dienstag sowieso nicht mehr stehen, wenn die Mutanten da spawnen. Wir machen aber eine Generalprobe ohne Speichern morgen, Leute. Oder übermorgen. Morgen war es, ne? Also wirklich einfach das Tool hier mal hinsetzen und gucken, was passiert. Ich speichere es dann auch nicht ab. Vielleicht machen wir dann noch die ein oder andere Änderung für unser Lichterfest. So langsam, hier ist wieder eine Falle. Denk dran. Okay, nehmen wir es. Guck mal, das sieht geil aus. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie der Titty-Twister früher. Gerade wenn du hier so ankommst, ne? Hey, Titty-Twister. Total das runtergekommene Loch, aber wahrscheinlich gibt es was Gutes zum Trinken hier. Denk mir, das kommst du doch mal rein. Und er fragte sich, warum er keine Kundschaft hatte. Ja, super. Die ist gut. Da kannst du auch unter den Rock schauen, Alterle. Guck mal, das Vögele kommt auch schon angeschossen. Hatten wir nicht hier einen Wagen mit Sticks? Die könnte ich jetzt eigentlich mal bemühen, oder? Jo, komm, Leute, die holen wir jetzt hier raus. Dafür haben wir sie gesammelt. 18 Stück. Die Frau wird gleich fertig sein. La la la, nehmt es ist nie wieder allein. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt mache ich es halt ganz, komm. Kurzer Moment. Ich brauche mich noch gar nicht verteidigen. Es ist nämlich überhaupt nichts los hier, Leute. Wo hast denn du vorhin dagegen geschlagen? Guck nochmal alles ab. Hier war eins. Schön entlang. Jawohl. Das war's, glaube ich, Digga. So, bau deine Frau fertig. Hast du ja verdient. Okay, die ist arg scheps da oben. Guck mal. Aber sie ist die Verbindung der beiden Brücken. Der beiden Baumhäuser. Ich muss hoch, muss die von oben sehen. Vielleicht können wir ja schon schlafen, Leute. Lalali, lalala. Dass man sie hier nicht reinmachen kann. Das wundert mich. Weißt du, hier hätte sie ja wunderbar Plätzle gehabt. Oder hier? Nö. Da ist sie. Nameless. Dein Madame. Hässlich hast du die da hingesetzt. Ah, guck mal, hier geht's. Ah, dann setzt ihr doch halt noch eine hin irgendwo. Oder da oben, aber da muss es so weit laufen gleich, ne? Dreh die mal. Ich will gucken. Ich will halt schon. Nee, komm, das muss jetzt nicht nochmal eine hier oben sein. Die willst du eh drüben. Wenn, dann setzt du hier noch eine stehende hin, nämlich. Wenn dann noch eine stehende, die immer auf dich acht gibt und auf dich aufpasst.
Und zwar so, genau so. Aber wohin? Wohin mit ihr? Willst du die hier so hin? Ist nicht so aufregend. Oh ja, guck mal hier, die guckt praktisch in die Ferne. Oh, das sieht gut aus. So gefällt mir das. Ja, das ist super. Komm, hol Sticks, Alterle. Hol Sticks und baue hier noch eine Lampe hin, dann siehst du sie auch bei der Nacht. So. Was ich da jetzt gerade für einen Spaß dran habe, das ist für mich so wie Housing halt, ne? Oh, wir haben schon offensichtlich 20. Ah, nameless. Nein, du, ich habe gedacht, ich habe das Tool noch draußen. Und die Basis war kaputt, bevor die Mutanten kamen. So. Jetzt hast du. Ja, da ist noch eins. Jawohl. Jetzt ist alles gut, mein Freund. Zurück zur neuen Maus. Lumlilum. Ey, manchmal hat der Wind so Bugs noch. Habt ihr schon mal gehört? Wieso kannst denn du nur 10 Sticks tragen, Alter? Es waren doch die ganze Zeit 20. Habe ich die Tasche weggeschmissen? Ah, ne, der Wagen ist leer. Alles klar. Alles klar. Ist jetzt nichts aufregend Neues, dass mir sowas passiert. So, zwei. Wie viel brauchen wir noch? 28. Der muss nochmal laufen gleich. Ah, herrlich, Leute. Jetzt machen wir uns gleich hell für die andere Frau. Also die Sitzende will ich auch noch bauen. Dann haben wir wirklich alle aufgesetzt. Zwei. Da liegen auch noch zwei Sticks. Immer alles einsammeln, mein Freund. Hier ist noch ein Stück Baum. Den hast du schon 10.000 Mal probiert. Ich glaube, der geht nicht. Doch, der geht auch. 14. 15. Hast du alles weggemacht an Sticks hier. Müsst da raus gleich, ne? So, kurzer Moment. 20. Leute. Oh ja, Blattfallen will ich auch noch aufsetzen. Das sollen nicht die letzten gewesen sein, die hier sind. Das muss richtig schön hell werden. Guck mal, wie sie dann da guckt, weil sie kommt dann gerade praktisch von drüben rübergelaufen, hat nach dem Timmy geschaut drüben. Nach dem Druidenschrein, Timmy. Was machen die Hasen? Jetzt kommen sie. Jetzt, wo ich sie nicht brauchen will. Nix nameless, wir kämpfen heute nicht. Irgendwas hat sich hier verändert. Mit jedem Mal, wenn ich das bebaue, habe ich das Gefühl, wird es enger. Die kannst du eigentlich auch mal aufspannen wieder. Die sind irgendwo, ich höre sie, ne? Wir könnten natürlich jetzt den Artefaktball hinsetzen in Blau. Du brauchst noch 5, mein Freund. Du bist noch nicht durch. Du brauchst noch 4, mein Freund. Du bist noch nicht durch. Du brauchst noch. Ja, die wollen es wissen, Alter. Dann hol halt den Bogen raus. Wo sind sie denn? Oh, hier. Den hast du verfehlt. Der hat eine Rolle gemacht. Und es sind, glaube ich, zwei drin, nämlich. Das Problem ist, ich sehe halt nichts. Das war leider kein Kopftreffer. Das auch nicht. Auf die Nähe bin ich ganz schlecht. Das war gar nichts. Und irgendwo knurrt noch einer. Wo ist denn der? Ey, das hätte doch schon längst mal ein Treffer sein müssen. Jetzt, Alter, jetzt nach 10 Schuss. Guck mal, ein Igel hast gebastelt. Oh. Wo kommen die schon wieder rein, Alter, ne? Den haben wir gleich erledigt. Ich lasse die jetzt liegen, Leute. Ich sammle jetzt momentan keine Knochen, weil wir brauchen noch drei Sticks. Das ist viel wichtiger. Die Frau ist noch nicht fertig. Da geht's hier schon wieder los. Schalali, schalali, ich scheiß in Hose. Ich musste den nehmen, Leute. Der hat sich jetzt gereimt gerade. So, zurück. Und dann machen wir uns hell, weil jetzt waren wir die ganze Zeit im Dunkeln hier. Türe zu. Und. Fertig ist die Schönheit. Sie wohnt jetzt bei uns. Feuerzeug raus. Jo, nameless. Leute, die zweite Frau, eine fehlt noch, die Sitzende. Die machen wir jetzt gleich und dann müssen wir noch Bonfeuer aufsetzen, sonst hat sich's ausgelichterfestet, ne? Alter, ist das hier schön zu dicht mit allem. Guck mal hier, ne? Schade, die hätten wir andersrum machen sollen, dann hätte sie dich morgens angegrinst. Wird's gerade hell? Nö. Beziehungsweise, Moment mal. Moment mal. Leute, schon wieder eine Woche rum, oder? Absoluter Hammer. Wir gehen schon auf Mitte August. So, meine Lieben. Perfekt. Und jetzt ist auch der Leguan fertig zum Beißen. Nee, der ist immer noch nicht fertig, nämlich. Warum nicht? Warum ist der Leguan noch nicht fertig? Schon wieder Riegel. Also im Hard Survival-Modus wäre der nämlich ein fetter, kleiner Ureinwohner hier. So, komm, wir wollen doch die Frau angucken, die du gebaut hast gestern. Hier ist die unter dem Rock. Da gucken wir jetzt aber nicht.
Guck, hier ist der Nameless. Mama Nameless, willkommen im Wald. Hey ja, hey ja, ho, ho. So, komm, wir müssen drüben gucken, Leute. Uns fehlt noch die Sitzende. Haben wir zwei sitzende Timmys gehabt, Leute? Da stand doch noch einer hier, ne? Jo, Nameless, Alter, das ist ja voll die Bevölkerung hier. Wo setzen wir? Die können wir doch hier reinstellen. Hier ist doch ein schönes Eck, oder? Für Mama Nameless. Ja, komm, die setzen wir hier rein. Die passt auf die Knochen praktisch auf, die hier nicht drin sind. So, pass emul uf. Schön mit R hier hingedreht. Ja, oder, Nemi? Jo, hier ist gut. Perfekt, du denkst dann, du brauchst für die einen Stamm. Und noch mehr Sticks. Stamm haben wir drüben noch drin, denke ich mal, oder? Ja, hallo, Zuckerpuppe. Leute, wir haben ein bisschen viel Frauen gebaut jetzt. Vor allem, die steht schon im Weg hier. Die steht schon im Weg hier, ne? Das Klischee. Entschuldigung. So, Sticks und Stämmle. Ich komme heute nicht zu allen Bonfeuern. Ich überlege gerade, Leute. Ich überlege gerade echt, wie wir das bewerkstelligen wollen. Wir brauchen die Bonfeuer aber. Und zack. Und zack. Und zacki die Mack. Hier drüben zum Beispiel, wo ich jetzt gerade bin, gehören auch Bonfeuer hin. Aber hier haben wir tatsächlich ein Stammproblem, ne? Also hier muss mindestens 1, 2 hin. Die Stämme kann ich oben holen, vielleicht runterschmeißen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall pro Seite, pro Flanke 2 Stück, würde ich sagen. So, mach mal langsam. Wie viel Sticks hast du denn jetzt? Die noch? Dann holst du hier einen einzelnen. Das war keiner. Hier ist nochmal ein doppelter. Okay. Und irgendwo, das ist ein einzelner hier. Perfekt, 20 Stück. Danach noch einmal 17 und den Stamm können wir gleich mitnehmen. Hier ist alles leer, aber die Wegen stehen schön nebeneinander mal wieder. Ist auch ein bisschen länger her, dass das hier so sauber war. Schalalalali. Alter, ist der fit geworden hier mit seiner Athletik. Schaffen wir eigentlich den Athletikwert noch auf die nächstgerade Zahl, Leute? Jo, wir haben es ja schon, 70. Und 50 Stärke. Das wird wahrscheinlich so das Ding sein, mit dem wir diese Staffel verlassen. Cool. Stamm vergessen. Stamm vergessen. Ist keiner mehr drin, Alter. Dann geh mal raus. Ich kann mir... Alter, ich blick's bald nicht mehr so schnell, ist der mittlerweile, Leute. So, pass auf. Du hast bestimmt hier nämlich noch... Oh, die Falle. Wow. Wow. Da hast du vorhin einen gefällt. Da ist bestimmt noch einer dabei. Da drüben, guck mal, ist alles voll mit Stämmen noch, nämlich. Nimmst du gleich beide mit, kannst einen drüben einlagern. Schalalalale, le. Ah ja, wir müssen auf jeden Fall eins der Boote, und zwar entweder das Hausboot, wahrscheinlich das Hausboot. Das hole ich wahrscheinlich vor. Das machen wir jetzt gleich noch. Falls wir wirklich abhauen müssen hier morgen oder übermorgen. Dass wir das Boot hier haben, dass wir flüchten können. Ne? So, guck mal, ob du da rüber Kopf kriegst. Ist der schnell geworden? Das haut mich so ein bisschen... Nein, langsam. Jawohl. Nameless. Ja, der sentile Voucher dreht wiederholen. Nameless. So, schön rein, jawohl. Denk dran, ein paar Sticks brauchen wir noch. Hatten wir hier einen Lockholder? Nee. Aber da kannst du... Guck mal, da wären welche gewesen. Typisch wieder, ne? Sticks brauchen wir. Und hier wachsen ja kaum welche. Wie viel brauchst du noch? 7 Stück? 1, 2. Lass den... Da vorne steht noch ein großer. Die nehmen wir. Das passt genau, Leute. 3, 4. 5. Nee, leider nicht. Ja, die Schildis sind auf jeden Fall gefüllt zum Lichterfest, meine Lieben. Guck mal, da muss doch normalerweise noch ein Stamm irgendwo drin sein, jetzt hier. Das sind alles nur Büsche, gell? Dann guck mal hier, da liegen bestimmt irgendwo mindestens einer. Wir brauchen nur noch einen Stick. Bring uns ein bisschen Glück hier, stick me back. Di-di-dim-dim, stick me back. Wir gehen zurück. Leute, richtig schöne Gruschelrunde. Gefällt mir gut. Sogar mit einer kleinen minimalen Action-Einlage, aber was will man denn jetzt nach dem Boss noch, ne? Haben wir ja eigentlich alles gesehen. Wir haben von allem etwa... Naja, wir haben alles einmal besiegt. Blaue, so wie normale Mutanten. Also mir fehlt es jetzt auch nicht. Ich bin gerade froh, dass wir ein bisschen rumgruschen. Nein, da fehlen ja noch 8 Stück. Oh, ihr meint, wir sind fertig. Timmy, du hättest aber was sagen können. Ein paar Federn. Da kannst du aber, das ist schon so der Moment, wo Robinson Crusoe, glaube ich, am Durchdrehen ist, ne? Wenn er dann hier rumläuft, seine Frauen baut, Sticks sammelt hin und her, dann wirst du dann schon irre irgendwann. So, 8 Stück, die letzten. Wir hatten die Falle schon wieder ausgelöst von denen. Die zwei bestimmt, die haben hier alles durcheinander gemacht, guck mal. Hier. So wäre man nie fertig, nie, gar niemals.
Kein Problem, ich weiß schon, ich weiß schon. Ist kein Problem, da werden wir halt nicht fertig, mal weiter. So, 2, 6 und die 8. Ich finde jetzt gerade mit dem Buschmesserle, das macht tierisch Laune. Aber komm, du brauchst ja bestimmt noch mehr Zeug. Bonfeuer, 2 Stück. Drüben das Wäldle noch fertig holzen. Oben müssen wir noch 4 Bonfeuer setzen. An der Lichterwelt, an der Körperwelt will ich auch noch. Kann sein, das wird noch eine Folge. Ja, wenn es halt Gruschelfolgen, wer Bock hat, kann ja zugucken. Wenn nicht, wartet einfach, bis ich oben in die Folge reinschreibe, Finale, ne? So machen wir das, Leute. Dann stresse ich mich da jetzt nicht. So, zu. Sticks haben wir jetzt genug. Die Frau bauen wir jetzt fertig. Hallo. Herr Sohn! Es ist schon cool mit den kleinen Attrappen. So, hier sitzt du und passt auf deine Knochen auf. Parenga, nameless. Wieder eine fertig. Mit einem hübschen rosa Kleid sitzt sie hier und ist stets bereit. Für was, das sage ich nicht. Das fällt nicht so ins Gewicht. So, meine Lieben, also, hier haben wir ein Bonfeuer. Oben haben wir zwei, glaube ich, schon gesetzt. Wir laufen mal gucken. Hier gehört normalerweise dann auch noch eins hin. Das überlege ich mir aber, weil eine gewisse Ausleuchtung. Das hat sich übrigens super gelohnt hier, unser Schnetzelkistel. Wir haben es nie benutzt, Leute. Wir haben es nie benutzt. Hier haben wir ein Bonfeuer und ich glaube, da hinten hat man auch eins. Sehr schön. Ja, sehr schön. Au, was man jetzt noch überlegt. Aber dann kommt man nicht mehr außen rum. Unter uns kommen zwei hin. In die Mitte rein mindestens eins, wenn nicht sogar zwei. Da liegt immer noch der Sidil rum. Dann oben Körperwelten 1 bis 2. Dann hier, wo ich jetzt hinlaufe, auf jeden Fall ein Bonfeuer pro Seilbahn. 1, 2. Dann werden wir wahrscheinlich hier noch ein drittes hinsetzen. Vorne am Übergang ein viertes. Da müssen wir halt dann früh los, dass wir alles einmal anzünden. Hier können wir auch noch eins hinsetzen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Wir müssen es nur irgendwann machen. Oh, Nameless, bist du schon wieder in Kriegsbemalung? So, und da unten haben wir ja zwei Stück, ne? Genau, hier haben wir dieses. Und da oben an die Hütte baue ich das nächste. Das können wir sogar noch machen. Ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben noch Zeit, Leute. Machen wir ganz gechillt. Machen wir ganz gechillt. Ja, das muss richtig schön fackeln und leuchten. Wir können das hier reinsetzen, würde ich sagen. Ja, hier will ich es haben. 5 Stämme, die holen wir uns da drüben gleich. Ich nehme die Axt, Leute. Vielleicht kriegen wir den Wert der Stärke tatsächlich noch auf 50 wenigstens. Das schaffen wir. Für einen Fünfer nimmst du am besten eins der großen Bäume, den da. Hau hier gleich mal die Sticks wieder, jawohl. Jawohl. Jawohl, Nameless, du machst es gut. Man merkt einfach, dass du schon ein paar Tage hier bist. So, meine Lieben. Lichterfest. Hey, dann machen wir das morgen so. Wir machen morgen Bonfeuer Bastelrunde. Und bei der Hälfte der Folge stoppe ich einfach ab. Was wir nicht geschafft haben, mache ich offscreen. Sodass wir morgen noch eine kleine Generalprobe auf jeden Fall machen können. Und zwar in Form von unserem Artefaktball, ne? Sodele. Nameless, ich weiß, du wirst lieber bei deinen Frauen jetzt in deiner Basis, Alterle. Ich weiß schon, jetzt bau weiter hier. Schön, schön, haben wir alles gesehen. Freue ich mich. Stopp, hier war der. Sehr gut. Schalalalali, li. Okay, dieses Bonfeuer ist fertig. Dann würde ich gerne hier noch eins haben. Ich würde sagen, hier so drin. Ja, hier ist gut. Boah, das wird so richtig schön. Das wird ein richtig geiles Lichterfestle werden, Leute. Sticks musst du gleich wieder nachholen. Da würde ich dann aber auch sagen, hier. 2, 3. Huch, hast du gesehen? Die Maus ist voll schnell, Leute, obwohl ich die schon wieder nachjustiert hatte. Weiter. Weiter. Man hat hier das Gefühl, dass das so ein Anbaugebiet ist für Tannenbäume. Weißt du, wo der dann zu Weihnachten kommen, die dann und reißen die weg und dann kriegst du auf dem Parkplatz verkauft. So wirkt es hier wie eine Tannenbaumfarm. Das ist ein Fünfer. Wo ist dein Bonfeuer? Da hinten. Meinst du, der fliegt passend? Wir probieren unser Glück. So, meine Lieben. Herrlich. Ich freue mich tierisch drauf auf dieses Licht. Das wird ein Spektakel, hoffe ich doch. Bisschen was will ich noch vorbereiten. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht am Dienstag. Vielleicht mache ich es auf Mittwoch. Weißt du, dass ich mir einen Offscreen-Tag gönne. Und noch ein bisschen was vorbereite, dass es richtig spektakulär wird. Das sage ich euch aber dann wahrscheinlich zur Montagsfolge Bescheid, wenn ich es nicht vergesse. Jetzt ist einer runtergeflogen, glaube ich. Ich laufe jetzt nicht runter, ich hole noch einen. So. Wir müssen eh ein bisschen den Wert noch hochpushen. Außerdem, ja, fällt denn schon mal der hintere.
So, schön weitermachen. Ja, du machst es gut. Hier nochmal den Autohindere fällen. Dann können wir vielleicht gleich noch eins aufsetzen, ne? Ja, das reicht auf jeden Fall. So, Sticks musst du aber schon wieder einsammeln. Hier liegen doch welche. Nimm die mal mit. So, meine Lieben, erstmal Nummer 1. Wieder ein Bonfeuer fertig. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste hier hin. Ja. Schalalalali. Feuer lockt sie ja an, ne? Und die Totems, wenn sie brennen, sorgen normalerweise dafür, dass sie verschwinden oder zumindest fernbleiben. Und wenn wir dann das Tool zwischen reinstellen, diesen Artefaktball, bin ich mal tierisch gespannt, was passiert. Nicht, dass ich wieder so ein Licht da fest habe und es kommt niemand. Dann warten wir einfach, bis die Bonfeuer abgebrannt sind. Die kommen dann schon. So, noch 3 Stück. Haben wir hier 3 Stück? Hier ist alles voll. Da kriegst du gleich noch eins aufgesetzt. Nimm den da mit. Nein, weiter drüben. Moment. Ey, momentan. Also das liegt aber an der Athletik. Der wird immer schneller. So, lass den mal hier liegen. Dann finde ich den wieder. Schalalalali. Alter, das wird sowas von geil. Das muss richtig gut werden. So viel Feuer. So, wo machen wir das nächste hin, nämlich? Ja, hier würde ich sagen. Hier würde ich sagen, zack. Oh ja, das ist das beste Bonfeuer der Erde. Es wäre halt schneller gebaut, meint er gerade, ne? So, meine Lieben. Das letzte, das mal aufsetzen. Wir müssen ja nicht unnötig was reinpressen. Ein bisschen was kann ich offscreen schon noch machen. Und dann passt die Geschichte. So, Sticks brauchen wir wieder. Ja, was tut man nicht alles für ein bisschen Spaß? Brauchst aber wahrscheinlich noch einen Baum, ne? Ja, da fehlen jetzt noch 3. Die hole ich jetzt auch noch ran. Leute, das sieht bestimmt super aus, wenn das alles leuchtet. Ich bin tierisch gespannt. Bei den Gärten drüben haben wir ja eins, ne? So, wir brauchen nur noch 3 Stämme. Die haue ich jetzt runter. Dann schauen wir nochmal nach unseren Stats. Auch das haben wir uns verdient, Leute. Und dann mache ich aus. Und dann sehen wir uns zur Montagsfolge wieder. Moment, da hinten sind sie. Da kenne ich jetzt nichts. Das dauert mir jetzt zu lang mit dem Fälle. Nameless, mach mal den da drüben einfach hin. Geht jetzt nur darum, dass wir das noch kurz gebaut kriegen, ne? Ich hau das jetzt einfach hier rein. Lauf davor. Genau. Halt nicht reinlaufen. Jetzt wollte ich gerade reinlaufen und ihn abfangen. So. Schwapp. Schwapp. Das haben die bestimmt gehört, Alterle. Ich bin gespannt. Oh, das wird schön. Da freue ich mich drauf. Einer fehlt noch. Einer fehlt und es ist unser Baumstämmle. Au! So, schwupp. Wieder zurück. Zum Bonfeuer. Hier setzen wir auch noch eins hin morgen. Oh. Alter, der hat gerade was geschmissen. Mach die mal vom Acker. So, kurz hier langsam. Dann hoch und tschüss. Alter, gerade schon wieder gerade knapp entkommen, hab das gehört. Nameless, die legen es drauf an, ich weiß schon. Oh, jetzt muss er natürlich. Jetzt muss er natürlich zumindest den Funzler wegmachen. Das war's schon, sind sie abkauen. Sind sie abkauen, Leute. Die spawnt wahrscheinlich, während wir geflüchtet sind. Krasse Geschichten. Aber okay. So, meine Lieben, haben wir wirklich fleißig heute einiges aufgebaut. Morgen, wie gesagt, halbe Folge bauen, halbe Folge Tool testen. Generalpröbchen und ich würde fast sagen, auf dieser Frontseite. Hier werde ich es innen drin in die Basis reinstellen, unser Ding. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und am Dienstag spätestens am Mittwoch bringe ich dann die Lichterfestfolge, ne? So, meine Lieben. Steht dann im Uploadplan. Ich wünsche euch einen zauberhaften Sonntagabend noch. Genießt die letzten Stunden, bevor es wieder in die neue Woche geht. Wenn ihr morgen ausgeschlaucht seid, ausgeschlaucht, ist eigentlich kein Wort, ne? Wenn ihr morgen geschlaucht seid, Leute, und Bock habt auf ein gemütliches Ründle, kommt am 19 Uhr gerade rein, bin ich wieder hier und dann machen wir hier die letzten Reste. Ich freue mich auf euch. Bis dann.